Ich versuche mich heute mal wieder zum ersten Mal seit langer Zeit mit Luni Labyrinth. Vielleicht bekomme ich ja ein bisschen was zusammen. Erst hier die G. Und dann. Player One, welcome to the Luni Labyrinth. Vielleicht schaffe ich es mit der Zeitmaschine in die Zukunft und wieder zurück. Das wäre doch super. Und könnte den Minotaurus besiegen und alles. Ich glaube, das hatte ich. Bei den ersten Aufnahmen kann ich trennen. Da war ich nicht so weit gekommen. Wahrscheinlich nicht. Yeah! Also man kann wahrscheinlich noch ein paar Einstellungen vornehmen, damit das ein bisschen flüssiger läuft. Aber es ist eigentlich kein Windows 10 Spiel. Wie man eine Grafik erkennt. Daher warte ich diesbezüglich keine Wunder. Trotzdem wäre es schön, wenn ich zum Luni kommen könnte. Also je nachdem, wie schnell das Spiel läuft, wie flüssig, reagiert es natürlich auch anders auf die Eingaben. Und das wirkt sich dann massiv auf das Spielgefühl und den Spielfluss aus. Daher bin ich nicht sicher. Normalerweise ist das nämlich kein schweres Spiel. Aber wenn es anders, langsamer oder träger reagiert, komm schon, ich komme nicht einmal ins Luni rein. Oder ins Labyrinth. Oder überhaupt irgendwo. So, wenn ich genug Energie gesammelt habe, 100 Energie, 100%, dann kann ich den Stone aktivieren, wenn ich genug Stones zusammen habe. Die muss man auch erstmal sammeln. Und mit den Stones, 5 Stones und 100 Energie, kann man die Zeitmaschine aktivieren und in die Zukunft reisen. Und dann wieder in die Vergangenheit. Ich kann da nichts dagegen tun. Maus, geht da weg. Komm schon. Du musst das schaffen. Endlich. Gut, natürlich muss ich auch erstmal reinkommen. Ich kann das ja als Übungsrunde bezeichnen, betrachten. So, komm her, komm her. Ich weiß nicht, also, ich glaube, um Stone zu aktivieren, muss man auf Lightstone klicken. So zum Beispiel. Jetzt könnte ich sie ansammeln. Mein erster Stein. Fehlen noch 4. Und das Lämpchen für Minotaur Lock ist aktiviert. Dort kann ich den ersten Ball einfangen. Und bei 3 gibt es Minotaur Multiball. Eine der 3 Multiball-Versionen. Die 2. ist Labyrinth Multi und die 3. ist Luni Multi. Also ganz viele Möglichkeiten, in diesem Spiel einen Multiball zu bekommen. Was dafür, dass es ein so altes Spiel ist, finde ich ziemlich erstaunlich ist. Und überhaupt hat es viel Sprachausgabe und ein bisschen Story mit den Minotauren und den Opfergaben, die man retten muss. Ich brauche Schildrestort und irgendetwas. Okay, das war nicht schlecht. Und das auch nicht. Komm, das musst du besser hinbekommen. Irgendwie will das nicht. Access denied. Naja, success, oder das heißt. Komm, unterbreche mich nicht ständig. Ich wollte was Schlaues sagen. Als ob. So. Jetzt kann ich den zweiten Ball zum Minotaurus schicken. Wenn es mir gelingt. Access denied.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay, ich will Looney. Ich will Looney! Looney advanced. Komm zu Daddy. Looney advanced. Oh yeah. Jetzt hat die Strähne aufgehört, aber das war ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Labyrinth advanced. Yeah. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen warm gespielt inzwischen. Looney advanced. Fast Looney Multi. Aber jetzt nicht. Das war knapp. Das war viel zu knapp. Jetzt nicht den Kopf verlieren. Ich brauche Looney. Oder Minotaur. Oder zwei Labyrinths. Aber nicht das. Nicht in die Ecke. Nicht in die Ecke. Nein, geh da weg. Geh da weg. Du bist fies. Ja, zweiter Stone. Das Problem ist, wenn man 5 Stones hat und verliert, also den Ball verliert, dann beim nächsten Ball verschwinden die Stones, außer es ist ein extra Ball. Dann muss man nicht wieder von vorne anfangen. Ähnliches gilt für die Energie. Wenn man sie auf 100% hat und verliert, geht sie wieder auf 0. Falls sie unter 100% ist, wird sie nur halbiert. Yeah. Sagen wir mal von 99 auf 45 oder 44. So, das läuft nicht so gut mit meinen Schilden. Yeah. Ich hab überall könnte ich einen Ball hinschicken und es wäre ein Multiball. Aber nichts davon passiert. Nichts davon passiert. Komm schon. Quäl mich nicht so. Puh. Du willst mich doch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Rein da! Ich sagte, rein da! Das will nicht. Es will nicht! Warum will es nicht? Ich sollte einfach mal... Also nicht auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Das klappt dann meistens besser. So zum Beispiel. Und Labyrinth Multi ist das Beste aller Multiballs, denn es gibt einem ein maximal aufgebauten Schild von 4 Ladungen. Das heißt, man kann den Schild 4-mal wiederherstellen. Das geben einem die anderen nicht. Die geben einem nur Auto-Battle, was es natürlich bei Labyrinth auch gibt. Das gibt es bei allen. Aber hier bekommt man noch diese zusätzlichen Schilde! Ja. Konzentrier dich. Konzentrier dich! Shoot for the Minotaur Chamber. Minotaur Multi! Ich werde keinen Ball verlieren. So. When I was walking in Memphis. Yeah. Yesterday. All my travels seem so far away. I need... Oh, full charge. Wow. Ich mache Stones. Yay, es läuft, es läuft. I need a place to hide away. Multi-Jackpot. Wenn man zweimal durch den Jackpot geht, wird das ein Multi-Jackpot.
Bei Minotaur. Wow. Aber meine Schilde sind zu nahe gegangen. Ja, yeah, und dann mal ist weg. Schild ist da. Extra Ball ist da. Okay, zwei Bälle kann man leichter behalten als drei. Und es gibt übrigens eine Möglichkeit, Ball Rescue zu machen. Wenn ich das... den kleinen Pfeil... Five million. Bonus 2. Ich komme gerade nicht dazu, es zu erklären. Aber da ist ein Pfeil rechts. Rechts neben dem E. Wenn ich das aktivieren kann, kann ich Ball retten. Rescued. Das wird aber nicht ganz einfach. Dann habe ich wieder meine drei Bälle. Oder keinen mehr. Wow. Lief hier wirklich nicht übel. Looney, Multi. Wenn ich jetzt noch Labyrinth Multi bekomme, bin ich wieder im Spiel. So, weil Labyrinth hat sich ja wieder zurückgesetzt, nachdem das Multi zu Ende war. Sein eigenes Multi. Aber die setzen sich nicht zurück, während man... Nein, nein, nicht ich, nein! Während andere Multiballs noch laufen, wollte ich sagen. Dafür müssen alle Multiballs weg sein. Was mache ich jetzt? Aber jetzt habe ich gerade keinen Plan. Ich habe ja keinen Plan. Aber ein Schild ist ja auch was wert. Ich müsste es schaffen, irgendwie noch den Stone zu bekommen. Dann könnte ich eigentlich auch schon abreisen. In die Zukunft. Aber das ist nicht einfach. Nicht einfach. Ich muss dafür dieses zweite Lightstone aktivieren. Ich muss es irgendwie aktivieren. Vielleicht, wenn ich so schieße? Nein. Nein, nee, ich konzentriere dich, ich wollte sagen, beruhige dich. Ich muss ruhig bleiben, cool bleiben. Cool bleiben! Kein Schild. Aber immer ein Looney. Labyrinth Advanced. Das bringt mich nicht weiter. Gut, das ist gut. Ich brauche nur noch einen Stein. Einen Stein. Mystery Feature. Minotaur Multi. Oder Instant Multiball. Nein. Gimme, gimme, gimme your... Was sagt es doch mal? Irgendwo, da war irgendein Lied, das mir gerade nicht einfällt. Give me your number. Give me a chance to make you my girl. Nicht zu verwechseln mit Gimme von ABBA. Okay. Nein, nicht in die Mitte. Nicht in die Mitte. Ja. 23 Stunden werde ich daran sitzen. Oder verlieren. Fluchtgrundvorfall. Normalerweise kann ich ja so eine Runde ziemlich lange spielen. Besonders wenn ich etwas Übung habe. Das heißt, meine Stones sind noch da, aber die Energie muss ich wieder von vorne aufbauen. Die ist wieder bei Null. Aber die Stones sind im Moment das Hauptproblem. Weil ich das zweite Licht nicht anbekomme. Dafür müsste ich zielen können. Oder hoffen, dass ich über das Multiball aus Versehen auf den Stone komme und ihn aktiviere.
Das Problem ist, wenn ich jetzt noch diesen Ball verliere und auf den dritten komme, dann sind die Stones weg. Und ich würde es gerne schaffen. Naja. Das war knapp. Minotaur Multi. Sick. Nein, 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 nein. Labyrinth advanced. Labyrinth advanced. Jackpot. Gut. Wenn mir das Jackpot irgendeine Bedeutung, irgendetwas bringen würde, wäre das natürlich schön, aber Moment, Moment, ich brauche Labyrinth Multi! Perfekt. Läuft nicht gerade so schlecht, aber ich habe immer noch keinen Stein! Ich habe immer noch keinen Stein. So bekomme ich das fünfte Lämpchen nicht an. Ich will einen Stein. Ach. Das ist doch zum verrückt werden. Okay, das ist nicht gut, nicht schlecht. Extra Ball. Das heißt, ich bin immer noch im Spiel, auch wenn ich den hier verlieren sollte, den Ball. Sollte dann immer noch Ball 2 sein. Yeah. Endlich leuchtet es! Es leuchtet! Jetzt muss ich es nur noch einsammeln. Meinen letzten Stein. Bloodstone, alter Film. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe schon den Film nur einmal gesehen. Da geht es um ein Juwel. Wahrscheinlich ein Rubin oder etwas Rotes. Ja! Yeah! Und um ein Ende. Mein vollzeitiges Ende. Darum geht es auch in dem Film. Access denied. Okay, keine Panik. Keine Panik. Ich muss nur ein Looney schaffen. Dann ist wieder alles gut. Looney! Kommt. Rauf da, rauf da! Okay, das tut's auch. Ist kein Looney, aber das tut's auch. Ich will... Looney! 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 Keine... Panik. Ich müsste die Stones immer noch haben. Aber dieses kleine Lämpchen vom E ist jetzt ausgegangen. Aber ich sag's gerne nochmal, für eine Trainingsrunde ist das nicht schlecht. Also, ich sag's hauptsächlich zu mir. Und ja, das habe ich jetzt erfahren, dass ich mir auf die Schulter geklopft habe. Wie jetzt? Wieso sind die Lichter noch an? Von Stone? Gehen die... werden die erst wieder resettet? Komplett gelöscht, wenn man... Ach, wahrscheinlich erst, wenn sie voll sind. Dann habe ich ja nicht viel verloren. Eigentlich. Hm. Interessant. Ich hatte da irgendwie falsch geschaltet. Oder... So ähnlich! Aber ich bekomme die Lunis nicht mehr hin. Leider. Sie sind ein bisschen zu früh. Ich müsste etwas länger warten.
bis der Ball ein bisschen weiter von der Seite hier runtergerollt ist. Damit ich nicht die... I won't. I will never come back. Because you're mean to me. Okay, ich versuch's hier gleich nochmal. Welcher Platz war das? Platz 1? Nein, überhaupt kein Platz.